I'm challenging you to challenge. I challenge you to play race. Abla Kadabla. Wo wir jetzt schon bei To Earn sind, ich habe ja letztens, ich weiß nicht, ob du da warst, da habe ich irgendwie bei Osu ein paar Rankings gemacht und dann musste ich auch gleich To Earn abspielen. Wirklich? Ja, das war sehr befriedigend, das mal zu streamen. Sehr krass. Sehr krass gemacht. Hast du voll die Bude gerockt. Na, eigentlich hätte ich ja noch länger AFK bleiben können, wenn du jetzt hier eh Singleplayer hast, erstmal. Ja, stimmt ja nicht. Es sind ja nur hier diese drei lächerlichen Flugzeugrunden. Also entweder ist der Elefant besser geworden oder du bist kacke, weil der ist knapp hinter dir. Ja, ja, das ist das. Also Flugzeug war, glaube ich, das Schwierigste. Schwierig? Ja, was heißt schwierig? Solange man nirgendwo dagegen fliegt, das kann man den normalen Bossen vergleicht. Naja, diesen. Nicht schwierig, aber doch schwierig. Ich will mich hier nicht reinreiten. Mehr als so schon. Ich werde mal kurz gucken, ob Nate online ist, dann kann ich dem mal schreiben, dass es ein neues Humble Bundle gibt. Kauft er sich wohl immer. Er hat sich das letzte gekauft, weil ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, weil er Saints Row noch nicht hatte. Also hat er jetzt auch die super coole, zensierte Version. Ja, die habe ich mir auch geholt. Er hat mir auch ein Humble Bundle geholt. Aber ich musste erstmal warten, bis der Sims Support mir meinen Uncut vom Account löscht und die haben jetzt irgendwie seit 4 Tagen noch nicht geantwortet. Vielleicht wundern sich, was das für eine dämliche Anfrage ist. Warum? Das ist legit. Steht auch im Forum, wenn man mit Deutschen zusammenspielen will, dann soll man seinen Uncut löschen lassen. Das macht natürlich Sinn. Okay, was tun wir denn jetzt? Ja, du nimmst erstmal den Ballon. Stimmt. Dann waren wir bei der Schneewelt. Schneewelt? Sicher, dass du die willst. Ja, wollen ist relativ. Wenn es nach mir geht, dann würden wir jetzt 4 Stunden lang die Wasserwelt spielen. Boah, das wäre bisschen hart. Ob Nate denn auch wieder irgendwas daraus streamt? Glaube ich nicht. Warum nicht? Ja, das ist super. Ich könnte ihn mal fragen, ob er mir seine Trading Cards gibt. Falls irgendjemand das hier sieht und Trading Cards hat, die er nicht braucht, ich sammle Steam Trading Cards. Wenn ihr Oblivion oder Borderlands, Skyrim oder Borderlands 2 Karten habt, dann gibt sie erst bei mir. Das stimmt doch gar nicht, ich sammle auch Borderlands-Karten, ja. Ich habe auch Skyrim-Karten. Du hast aber schon dir viel mehr erschnurrt von ich weiß nicht wem alles. Ich habe das getradet, weil ich generell mehr Games habe als du. Ja, siehst du? Du kannst mir doch die paar Karten lassen. Ich weiß doch gar nicht, ob es paar sind. Vielleicht hat irgendjemand von unseren Zuschauern 5000 Stück und meint, ja, die gebe ich jetzt mal raus. Oder wenn ihr die nicht braucht, dann gebt uns einfach jeweils die Hälfte. Das wäre sehr nett. Boah, der steuert sich mal kacke. Set Tiger. Ja, falls das jemand nicht gesehen hat, ich habe meinen Charakter geswitcht. Einfach mal so zum Testen. Ich bin jetzt immer noch verwirrt. Ich muss mich erstmal wieder reinarbeiten in diese ganze hochkomplexe Thematik. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Flugzeugens. Eigentlich ist die Ausrede sehr schlecht, weil du eben schon mit dem Flugzeug gespielt hast. Ist egal. Ah, verdammt. Aber noch eins. Boah. Ah. Boah. Alter. Das ist ja richtig kacke, mit dem um Kurven zu fliegen. Ist halt hier. Was erwartest du denn, wie er sich steuert? Die Mutter Teresa? Wenn ich weiß, wie sich Mutter Teresa steuern soll. Mir fehlen noch 2 Coins. Ach, da ist noch einer. Nein. Mir fehlt jetzt auch noch einer. Naja, aber immerhin sieht es jetzt einigermaßen aus, als wenn ich tatsächlich booste. Nicht einfach nur mit normalem Tempo weiterfahren. Wirklich? Ja, es wirkt ein bisschen boostiger. Kopf an Kopf rennen. Ich weiß doch, was gleich passieren wird. Komm schon, ich brauche noch diesen roten Ballon. Diesen roten. Komm, ach scheiß Raketen ein. Was ist das denn für ein Dreck? Die hat doch überhaupt nichts gebracht. Ich weiß. Das war, weil mein Booster noch nicht komplett durch war. Ah, so ein Scheiß. Ah. So sieht der skillige Sieger aus hier. Guck ihn dir an. So skillig. So, was ist das hier? Snowball Valley. Ich wollte ihm noch irgendwas erzählen. Was denn? Ich weiß es nicht. Erzähl mir etwas. Irgendwas Dummes. Ja, okay, dann gehe ich schon mal davon aus, dass es um Golem geht.
Woher weißt du das? Weil alles, was Dummes mit Gollum zu tun hat. Stimmt doch gar nicht. Doch. Wow. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Vermutlich, lol, Gollum hat sowas Dummes gemacht, das muss ich dir erzählen. Ah, nee. Was sind die ganzen Riesen? Gut, ich hab's schon verkackt, glaube ich. Wirklich? Ich glaube, die beiden Coins kann ich nicht in einer Runde kriegen, die mir noch fehlen, ne? Wäre ja ziemlich ärgerlich. Verdammt, schon die richtige Runde Richtung dürften. Ist noch eine da hinten? Na, wie hinten? Links ist eine, ja. Go for it! Und ich bin Sechster. Ja, ich hab's verkackt. Ja, das sieht nicht nice aus. Alter, also, gib mir doch den scheiß Ballon, ja, Mann! Wieso? Gib mir doch diesen dämlichen Drecksballon! Du hast mich doch weggeschraubt hier mit deinem Ding. Nee, komm mal, dann fahren wir es einfach nochmal. Ah. Ja, ich bin nicht mal mehr zu sehen, was ist denn los hier? Ach, jetzt gewinnt Conker auf einmal. Ja, natürlich, jetzt gewinnt Conker. Jetzt kann er Tatsache boosten. Conker war schon immer the best. Ja, das war. In der Konsolenversion war er der Beste. Da war er richtig gut. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wenn der zweite Spieler im Netplay benachteiligt wird. Ist ja auch nur fair. Wenn du der zweite wärst, ja. Ah. Warum sind die plötzlich alle so gut, Alter? Was ist denn der Scheiß? Weil es ein Coin-Rennen ist. Wenn du dir die Speedruns von Tofu anguckst. In den normalen Rennen überrundet der die immer schon in der ersten Runde. Und in den Coin-Rennen teilweise erst in der dritten. So, das ist schon ein großer Unterschied. Ja, der spielt aber auch die scheiß Uhr. Naja, okay. Kack-Uhr, die ist sowieso unbeatable. Bist du Warum überhaupt? Lag denn da noch ein Coin? Ich bin hinter dir. Guckst du da? Fahren. Ah, Wasser. Schildkröte Clock einem noch mehr Ballon. Okay, gut. Dann war es das wohl für mich. Ich weiß nicht mal, wo der letzte Coin ist, der mir noch fehlt. Ach, da. Und vorbei. Okay. Ich bin raus. Oh. Ich bin am Coin vorbeigefahren. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Ich kann Tatsache pausieren. Ingenious Leader. Ja. Aber ich hab gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Super gemacht. Nimm dir mal ein Beispiel an meinem Skill. Skill Level to the Max. Naja, ich bin ja schon ganz beeindruckt von deinem Skill. Ich krieg gar nichts. Ich auch nicht. Fahr auch mal direkt an den Coins vorbei. Die haben auch irgendwie so eine scheinbar kleine Hitbox, oder? Jaja. Kleiner als solche Bananen. Palmen. Also manchmal sammelt man die irgendwie schon mit einem Kilometer Entfernung und manchmal fährt man einfach durch. Naja, durch nicht direkt, aber. Oh, jetzt blockt der Conker mich hier noch. Was ist denn los? Das ist halt Banana Joe. Naja, jetzt weiß ich immer, wo meine beiden Coins sind, die noch fehlen. Wo denn? Und die eine ist das, was da so arschig in der Kurve liegt, und eins am Ende bei den Schneebällen. Gut. Dreh mich erstmal. What the fuck? Warum lagen da bitte zwei scheiß Teile hintereinander? Wieso zwei? Ich bin da schon ein. Ja, wir lagen immer noch zwei. Ich hab meinen Coin verkackt. Ernsthaft. Ich habe aber auch ein Alibi, der steuert sich echt kacke, wenn man einen Conker gewinnt ist. Go for it. Super, ich kann auch maximal. Ich kann noch Vierter werden. So crappy. So crappy. Wir machen uns hier wirklich keine Ehre. Mhm. Ja, für dich ist das der Standard da. Für mich ist es ziemlich peinlich. Du spielst jetzt auf der dunklen Seite der Macht. Warum habe ich den scheiß Coin nicht gekriegt? Das kann nicht angehen. Das ist so wie bei mir eben, wo ich einmal durch den Ballon durchgefahren bin. Ah, der Coin hier ist kacke.
Das ist der beschissenste. Und verkackt. Geh weg. Ach, da hielt die Rakete plötzlich ab, was? Ja, super. Ja, da ist die Box wohl zu klein. Den kann auch verkackt. Ach, ich war ja schon links angefangen. Und ich hab's wie nochmal geschafft, 6 zu sein. Ich hab 3 Coins. Ich hab 4. Ein bisschen mehr. Also ich hab alle. Bin letzter. Ja, das ist irgendwie immer so. Entweder man hat gar keinen das vorne oder man hat allen das letzte. Könnt's aber schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich muss nur den Coin treffen und gewinnen. Ja, verkackt. Kann es sein, dass wenn man vorne ist, dass man da... Nee, wo fährt man am besten lang? Links oder rechts? Ich glaube, links ist kürzer. Ich glaube es irgendwie auch. Und es ist nicht so risikoreich, weil du nicht in den Schleim fahren kannst. Ach so, Schleim, ja. Ja, dieses Bounce-Zeug da. Stimmt. Ich finde, das sieht aus wie Schleim. Naja, okay. Dann beim diesen Mal. Bevor wir angefangen haben, hat der einfach noch gesagt, wir spielen das Spiel halt durch. Ich habe ja nicht gesagt, wie lange wir dafür brauchen. Aber der Progress bisher ist sehr gut. Ach, warum bin ich schon wieder letzter? Das kann nicht angehen. Warum habe ich den Coin verpasst? Das kann nicht angehen. Warum habe ich den Coin auch verpasst? Den verpasse ich auch immer. Deswegen bin ich rückwärts gefahren extra. Geh weg, Scheißschildkröte. Ich hab 4 Coins. Ernsthaft? Ich hab 2. Wo bin ich angefahren? Bin ich links oder rechts dann? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Sonst kann ich mir alles merken. Wochenlang. Aber welche Seite ich lang gefahren bin, das vergesse ich instant. Keine Ahnung, was ich hier tue. Oh, wir sind bei der letzten. Ja, was war das denn bitte? Wo habe ich das denn hingesteuert? Das ist eine gute Frage. Immerhin ist das nicht so ein Kacklevel. Das Level finde ich mal einigermaßen Spaß zu fahren. Ich finde noch 2 Coins. Und ich bin letzter. Wie soll man denn den Coin da kriegen rechts? Ich habe keine Ahnung. Naja. Ich muss auch noch durchs Ziel fahren, oder? Ich kann nicht mal irgendwo stehen bleiben und sagen... Du kannst Start drücken und dann Try Again oder so. Könnte ich. Geht doch bestimmt. Ich glaube, ich muss mir mal eine ordentliche Spielposition einnehmen. Die habe ich immer. Außer bei Osu, da weiß ich nicht genau, wie ich mein Tablet richtig positionieren soll. Schuld mich gemein, dass die Computer hier keine Münzen sammeln müssen. Ja. Aber sonst wäre es ja fair. Ja, das stimmt. Das kann man ja nicht machen. Super, ihr scheiß Schneebatzen. 5 Coins nach der ersten Runde. Ich bin der Beste. Könnte tatsächlich sein. Aha, auf einmal bin ich Fünfter. Karma, Bitch. Karma. Ich hab keine Ahnung, wo der Erste ist. Und der ist hier schon fertig mit dem Durchgang. Wenn ich schaue ab und an mal ein bisschen auf die Map. Danke, Schneeball. Ja, das hätte ich sonst locker gewonnen. Guck dir das an. Hätte der Schneeball mich nicht noch weggespawnt? Es ist so qualvoll. Naja, wir arbeiten uns aber langsam nach vorne. Man kann ja nicht immer nur verlieren hier. Was ist denn los? Anscheinend kann man das. Danke, dass du mich abgedrängt hast. Warum habe ich denn den Coin nicht bekommen? Ich war drin. Die schweren Coins immerhin nach der ersten Runde schon weg. Ich hab noch alle offen. Bisschen gechillt davon. Ich hab wirklich noch alle offen. Ernsthaft? Alle. Oh komm, wie kommen da immer fucking 2 von diesen
dämlichen Dingslachen hin. Wie? Das sind irgendwie die einzigen Items, die Bots benutzen können. Scheint so. Das ist wirklich so, die schießen nie mit Raketen oder so. Aber die grüne Scheiße liegt überall rum. Raketen sind vielleicht zu fies. Ja, so wie bei Mario Kart, wo die Computergegner auf dem ersten Platz blaue Panzer kriegen. Das ist doch nicht unfair, das ist einfach nur gerecht. Jeder kriegt halt das, was er verdient. Und ich krieg keine Münzen. Na, du hast es geschafft. Gut. Ja. Also bin ich ja irrelevant. Hat ja nur 10 Minuten gedauert. Ja. Ah. Guck, da ist er. So, jetzt kommt noch das mit dem Looping. Ich glaube, da waren die Coins auch nicht so einfach. Ja, die sind alle kacke. Alle kacke. Oh, der ist einfach. Und ich bin nicht dran vorbei. Krass. Ah, was soll denn der Scheiß? Was denn? Avira-Werbung. Ja. Upgrade heute noch dein Dingens. Das killt mich jedes Mal, wenn ich Osu spiele. Gut, den hol ich mir beim nächsten Mal. Der war kacke. Bisschen. Was ist denn los hier? Ich hab erst so wenig. Ich hab da alles gegrabbelt. Ah. Oh, der Mann. Und hier auch nochmal am Rand. Meine Fresse, sind die dreckig. Ich glaube, scheiß Eichhörnchen. Du bist jetzt der Einzige aus unserem. Hallo? Ja, was denn? Du bist der Einzige aus unserem Kompetenzteam, der keinen Ursul-Account hat. Zu Recht. Jack hat jetzt auch einen und Razer auch. Freut mich für sie. Ja. Wo war hier der Coin? Da hinten ist der Coin. Gibt's auf der Abkürzung noch einen Coin? Ja. Wirklich? Ja. Krass. Das ist ja nicht mal wirklich eine Abkürzung, oder? Na, ein bisschen. Auf der anderen hast du Raketen, dann kannst du dem, der abkürzt, einfach abschießen. Du hast einen Boost. Danke für deine scheiß Öllache. Alter, ernsthaft. Du musst doch nicht alles mitnehmen. Ja, die lag genau da, wo ich gerade lang gefahren bin. Guck mal, ob ich den letzten Coin noch kriege. Scheiße, wo ist mein letzter Coin? Ach, da. Ich muss sagen, das war ziemlich einfach. Wärst du nicht dabei gewesen, wäre es wirklich einfach. Ey, guck mal, wenn du jetzt mal guckst, die Bots sind alle total weit am Arsch. In dem Level davor haben sie uns fast überrundet. Juhu, zweiter. Naja, wenn du das noch zu Ende hättest fahren müssen, dann wärst du noch sechster geworden. Bestimmt. Viel Spaß. Ach, das ist ja nur das Walross. Gut. Wenn wir nichts gesagt haben. Nur das Walross, denn bevor du das sagst, verkacke ich es noch. Nee, ich will ja nichts sagen, aber das habe ich immer so empfunden, als ginge das noch. Ja, das denkt man aber meistens. Ich habe auch bei Dark Souls immer gedacht, der Taurus ist einfach, und dann, wenn du mit der Einstellung reingehst, ist es voll easy, dann stirbst du einfach. Hm, stimmt. Go, Timber, go! Warum ist denn der so schnell? Und ein fucking Virus ist. Ja und? Der ist fett. Ja und es geht bergab. Du weißt doch. Mehr Masse ist gleich mehr Geschwindigkeit. Das ist ja Gewichtskraft. Ja, ganz genau. Bla bla bla. Physik. Physik ist Beste. Ich weiß. Ich war der Einzige in meiner Klasse, der eine 1 hatte im Abi. So stolz. Ich hatte nur soll vielleicht Balance mitnehmen. Dieser Ballon hat dir voll geholfen. Ja. Wow. Hat es sich jetzt einfach vorbeiziehen lassen? Mhm. Er hat so einen Respekt gehabt vor meinem Ballonkünsten. So krass. Aber er schiebt mich.
Awesome. Hm. Das ist eigentlich total buggy, wenn man als Hovercraft nicht platt gemacht werden kann. Man kann sich, glaube ich, auch von den Schneeballen schieben lassen. Sehr beeindruckend. Tatsache, sehr beeindruckend. Hovercraft to the max. Naja, Hovercraft ist wieder Bumerang in Hyrule Castle. Wollen wir das Trophy-Race auch direkt machen? Weiß ich nicht. Wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum da eine stumme Stelle war, liebe Zuschauer, dann liegt das daran, dass wir hier, du weißt, dass das das Minigame ist, welches wir schon gespielt haben. Das haben wir schon gespielt? Natürlich. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber dann können wir ja gerne wieder gehen. Weil die Stelle Major Spoilers enthielt. Major! Ja. Trophy Race war ohne Coins, ne? Hm, jup. Ja, dann wird's ja easy. Wollen die Gegner nicht noch einen Zacken schwerer? Ich glaube, schwerer als mit Coins geht's nicht. Sicher? Ja. Der Andrew zieht mich voll ab. Ja, wegen dem Boost. Au. Wer war das? Hm. Ich glaube, die Bots waren das mit den Raketen. Wirklich? Seit wann können die denn Raketen schießen, ne? Ich hab aus Versehen einen in den roten Ballon reingeschoben. Jo, wann boostet Conker so schnell? Verrat mir das. Weil er ein Bot ist. Na gut, das macht natürlich Sinn. Der Benjo ist mit dem lilanen Boost auch schneller als ich mit dem grünen. Na, dann müssen wir da irgendwie Abhilfe schaffen. Mal gucken, wen ich treffe, wenn ich hier... Das ging aber auch nach Punkten, oder, hier? Also man muss nicht jedes Rennen... Ja, gut. Ich glaube... 9 Raketen, ey, 10! Ich glaube, Benjo wird hier gewinnen. Achso. Weil einfach zu mächtig ist. Alter, du dämliches Eichhörnchen. Super! Keine meiner scheiß Raketen hat getroffen. Ich finde, wahrscheinlich... das Zehnerpack ist so kacke. Naja, wenn die Gegner so klein sind, dann ja. Wo kann es sein, dass ich mich selbst mit der Rakete getroffen habe? Das geht eigentlich nicht. Alter. Die Bots hat Sachen eine Rakete geschossen? Mehrere. Sogar eine Zielsuchende. Ne? Zielsuchende. Guck mal, ich bin perfekt geflogen fast und konnte nichts machen gegen ihn. Ist einfach zu schnell. Wow. Trophy Race. Berserker Jack. Too strong. Falls du das Video hier siehst, fick dich, hör auf mich zu spammen. Oh, Berserker Jack hat sich ein Brötchen gemacht. Wuhu. Ein frisches Brötchen, kein schimmliges. Schimmliges wäre ja auch irgendwie seltsam, oder? Man kann ja den Schimmel abkratzen. Natürlich kann man das. Au. Hervorragend. Wieso? Was hast du getan? Ich hab gestuckt. Krasser Scheiß. So hardcore. Boah, der Magnet hat nichts gemacht. Naja, dieser einzelne Magnet ist ziemlich crap. Ja, aber der Gegner war einen Meter vor mir, oder so. Das hat hier nichts zu sagen. Du kannst ja trotzdem mal eine interessante Story erzählen. Du überlebst doch immer so viel. Ich meine, du warst gestern den ganzen Tag nicht da. Ja, ich war in Berlin. Ich war in der Zitadelle zum Konzert von Tenacious D.
Ah, das hättest du mir ruhig vorher nochmal sagen können. Hätten wir uns treffen können, Spaß. Hätten wir uns denn treffen können? Und auch ganz woanders. Hier, ich saug dich an. Ja, weiß ich nicht, in welchem Bezirk war denn das? Na, Spandau. Zitadelle. Ja. Freiluft-Dingens. Das ist ja nicht so weit weg. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, in welcher Ecke. In Marzahn. Gut, dass mir die ganzen Bezirke auch nicht, dass ich nicht zuordnen kann. Das ist das von mitten im Leben. Ja, das ist mir schon klar. Das ist ganz rechts. Das ist der... Alter, fucking Banjo. Verzieh dich. Ich bin schon wieder Vierter. Ernsthaft. Die ganze Zeit fahre ich hier an der Spitze und dann glue ich hier irgendwo rum. Wow. Wow. Ich habe mich dreimal gebounced und bin trotzdem noch Erster. Ob es gerade noch Sechster geworden? Ja. So lame. So lame. Aber das Konzert war gut. Das war ziemlich cool. Jo. Standen zwar 5 Stunden lang rum, aber es war ziemlich stark. Auch wenn es ziemlich absurd war. Ich meine, 2 dickliche Männer, die vor einem Riesenpenis stehen und singen. Ja. Das ist schon... Das klingt so nach den täglichen Abenteuern in meiner Wohnung. Wirklich? Machst du das auch ständig? Ah, fuck. Dreckswand. Nein, aber wenn ich irgendwann alleine wohne, dann sicherlich. Dann mache ich das immer im Stream mit einer Facecam. Wird man dafür nicht gebannt? Als wenn wir Zuschauer haben. Du wirst denn sicherlich welche haben. Ja, ja. Wenn du den ganzen Tag dann nur noch mit Stream verbringst. Nee, das nicht, aber wenn ich wirklich Speedruns machen will, damit hat man sicherlich bessere Chancen, Viewer zu kriegen, als wenn man einfach so random spielt. Kackbots. Ernsthaft. Du bist auch nicht viel besser. Ich weiß. Aber ich bin besser als du. Ja, das bedeutet jetzt gerade auch irgendwie nicht viel. Ich glaube, selbst als kleines Kind habe ich das Spiel besser gespielt als jetzt gerade. Ja, ich auch. Aber da hatte ich ja nicht den scheiß Tiger. Ich hätte immer den Tiger. Können ja tauschen. Zu den Affen haben? Ja. Ist mir garantiert lieber als der scheiß Tiger. Guck mal, ich bin Fünfter. Ich bin Sechster. Krieg einen Punkt. So, dann hat Benjo wohl schon gewonnen. Der hat 8 Punkte mehr. Oh! Den Dreck gibt's ja auch noch. Ja, den gibt's auch noch. Ja, gut. Sechster Place Inc. Alter, diese dämlichen Raketen. Ich dachte, die passen sich an das Gefilde, an die Gefilde an. Nö. Was war das? Invisible Wall? Ernsthaft? Bin ich am Eiszapfen hängen geblieben? Ich will aber das Trophy-Rest danach nicht nochmal machen. Müssen wir. Ich weiß, die letzte Kackwelt. Aber wir können ja erstmal eine andere Welt einschieben. Ich habe die Kurse jetzt relativ oft gefahren hier. Das reicht. Um sie zum Kotzen zu finden? Um eine Pause davon zu brauchen, ja. Ein einziger Ölfleck auf der kompletten Strecke und ich fahre rein. Es ist so, wie wenn bei Smash Bros. Dass auf der gesamten Stage eine Mine liegt und du genau reinspringst. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Du kannst ja mal ein bisschen hinter die Häuser fahren, vielleicht gibt's da ein Secret. Ach, kann ich machen. Komm ich in die Häuser rein? Nee. Nee, Invisible Walls. Everywhere! Wenn das hier Superman wäre, dann könntest du einfach so lange gegen das Haus fahren, bis du drin bist. Könnte ich sicherlich. Das geht bei DC Universe aber auch gut. Ja. Das tut es wohl. Weißt du was, ich stelle mich jetzt einfach an den Rand. Trink mal was. Macht doch eh keinen Sinn. Er hat kapituliert. Ja, natürlich habe ich kapituliert, was soll ich denn sonst machen? Guck mal, ich kann dich überrunden. Ja, das kannst du wohl. Hallo. Ah. Süßes Wasser des Lebens. Was denn für welches? Sinusquelle. Oh. Ich glaube, das ist mit so ziemlich das günstigste Wasser, was es gibt. Das klingt doch total lame. Ist es auch. Ich finde ja, das beste Wasser mit Geschmack ist von Volvic, dieses mit Kokos. Hey, du musst zu Ende fahren. Ernsthaft, muss ich gar nicht warten, bis alle anderen da durch sind. Ja,
Endlich. Intertesting. Wölbig ist aber arschteuer. Ich weiß. Das kaufe ich auch nur, wenn es im Angebot ist. Du hast 3 Punkte. Ja, ich habe 3 Punkte. Ah, ein silberner Elefant. Da habe ich mich auch mit rumbekleckert. Ich finde, Silber ist immer irgendwie cooler als Gold. Ein bisschen.